Stauden wie Phlox, Astern oder Rittersporn brauchen ab einer gewissen Wachstumshöhe eine Stütze, die sie vor dem Auseinanderfallen und Abknicken bei Wind und Regen bewahrt. Trockene, verzweigte Äste eignen sich gut als solche Stütze. Aus trockenem Strauchschnitt passende Zweige mit einem möglichst geraden Mitteltrieb und guter Verzweigung heraussuchen. Die Zweige auf die passende Länge kürzen. Die Stütze soll, wenn sie in der Erde steckt, etwa 2/3 so hoch sein, wie die Pflanze insgesamt wird. Die Äste zu den jungen Stauden stecken. Die frischen Triebe wachsen in die Äste hinein, verzweigen sich und sind damit stabil.